Sie sind gekommen. Wie erwartet, haben heute Linksextreme probiert, das Treffen von Rechtsextremen im St. Gallischen Diepelzau zu stören. Zum grossen Knall ist es zwar nicht gekommen, die Polizei war trotzdem mit einem Grossaufgebot vor Ort. Der Miloš Mihajlović berichtet. In Scharen sind sie gekommen, alle voran die Polizisten. Außerdem die Linksautonomen und die Grünen aus der Schweiz und aus dem benachbarten Vorarlberg. Nur von den rechtsradikalen Anhängern der Bewegung Europäische Aktion keine Spur. Sie hätten sich am Mittag auf dem Parkplatz Diepoldsau treffen sollen. Teletop hat darüber berichtet. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die entsprechenden Massnahmen vor Ort getroffen. Wir haben als polizeitaktische Massnahmen den Parkplatz, der als Treffpunkt im Internet bekannt geworden ist, gesperrt. Und daneben halten die Grünen aus dem Rital und aus dem Vorarlberg eine friedliche Mahnwache. Sie behaupten sich klar, von der Linksautonomen abzugrenzen. Jetzt kommen ja die Linksextremen hier vorbeimarschiert. Was halten Sie davon? Mit denen haben wir im Vorfeld nichts zu tun gehabt und von grüner Seite haben wir auch jetzt nichts zu tun. Das ist eher eine Art von Bekenntnis. Die machen es ein bisschen anders, wird ein bisschen lauter. Aber wir sind vielleicht auch friedlicher. Noch während dem laufenden Interview spalten sich die jungen Grünen Vorarlberg aber von den anderen Grünen ab und schließen sich den 50 Linksautonomen an, die vermummt vorbeiziehen. Aber wieso sind die Vorarlberger überhaupt da? Die Quartiere waren alle in Vorarlberg, das ist der Teilnehmer dieser Veranstaltung. Das Rheintal ist ein Rheintal, ist ein Tal links und rechts des Rheins, Schweizer Österreich. Wir finden, dass wir wo immer solche Veranstaltungen stattfinden und Faschisten, Rassisten und Antisemiten auftreten, wir gefordert sind. Dann marschieren die Autonomen über die Rheinbrücke, die jungen Grünen mit dem Velo hinterher. Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei fängt an. Sie fährt ihnen hinterher, kurze Pause nach ein paar hundert Metern. Weiter geht es durchs Quartier bis zurück über die Rheinbrücke. Sie wird kurzfristig gesperrt, damit die Linksautonomen eingekesselt werden können auf der anderen Seite. So ist es dann auch gesehen. Kurz vor der Autobahn ist Schluss. Auf der sperrt die Polizei zwei Spuren, damit die Linksautonomen nicht über die Autobahn flüchten. Bilanz von dem grossen Aufgebot an Polizisten: 40 Personen werden von der Kantonspolizei verhaftet, befragt oder verzeigt. Aber wo all die Rechtsradikalen geblieben sind, weiss niemand so genau.